Hallo und herzlich willkommen zum Chartcheck. Heute widmen wir uns mal wieder ganz den Finanztiteln und fangen auch gleich an mit der Aktie der Commerzbank. Der Chart, der sieht ja auf den ersten Blick eigentlich ganz ordentlich aus, zumindest vor dem Hintergrund des Verlaufs in der ersten Jahreshälfte. Da ging es für die Commerzbank-Aktie ja konsequent bergab. Den absoluten Tiefpunkt hat das Papier Anfang Juli erreicht, das war bei 5,56 Euro. Dieser Tiefpunkt, der war allerdings der Anfang einer wirklich sehr beachtlichen Erholungsbewegung. In der Spitze hat es die Commerzbank seitdem auch mal, also zumindest zwischenzeitlich, bis auf 9,72 Euro geschafft. Von diesem Verlaufshoch ist die Aktie mittlerweile aber wieder etwas zurückgekommen. Im frühen Mittwochshandel notiert die Aktie bei ca. 8,86 Euro. So, was bedeutet das jetzt alles für unsere weiteren Handelsentscheidungen? Also die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend, zumindest mittelfristig, ausgehend von ihrem Allzeittief. Dieser Aufwärtstrend, der ist auch intakt. Allerdings hat die Aktie in den letzten Tagen hat sie diese Aufwärtstrendlinie immer mal wieder angetestet. Bislang allerdings erfolgreich. Die große Frage ist jetzt, können wir jetzt hier schon von einer Trendwende sprechen? Die Antwort ist eher zwiegespalten. Sagen wir jein. Also es sah zwischenzeitlich mal so aus, als wäre die Trendwende schon beschlossene Sache. Das war allerdings zu den Zeiten, als die Aktie noch leicht über 9 Euro notiert hat. In diesem Bereich, also im Bereich von 9 Euro, liegen einige wichtige Widerstände aus der Vergangenheit, die für den weiteren Verlauf von Bedeutung sind, beziehungsweise für das Außerkraftsetzen des Abwärtstrends. Das ist der Aktie aber, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad nur gelungen. Übergeordnet haben wir es nach wie vor ganz klar mit einem Abwärtstrend zu tun. Man kann die Freude über die jüngsten Kursgewinne eigentlich auch ziemlich schnell zerstören, wenn man sich mal den Verlauf der letzten 5 Jahre ansieht. Also selbst wenn die Trendwende bereits einwandfrei eingeleitet wäre, wäre hier immer noch ein Riesenberg Arbeit zu erledigen. Aber trotzdem, man muss auch sagen, auch in diesem großen Bild macht sich der Anstieg der letzten Wochen hier unten doch schon bemerkbar. So, worauf kommt es jetzt in der nächsten Zeit an? Schauen wir uns mal den Verlauf rund um das letzte Verlaufshoch an. Das vermittelt hier so ein bisschen den Eindruck, vielleicht haben Sie es auch schon erkannt, einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also hier in der Mitte wäre unser Kopf, rechts und links die kleinen, also niedrigeren Schultern. Die Nackenlinie wird in diesem Fall bei 8,38 Euro verlaufen. Sollte diese Marke unterschritten werden, wäre diese Trendwendeformation bestätigt und der Anstieg nach unten könnte sich eigentlich deutlich fortsetzen. Außerdem wäre damit natürlich auch die Aufwärtstrendlinie gebrochen. Das würde alles natürlich noch zusätzlich verstärken. Allerdings liegen in diesem Bereich auch ein paar horizontale Unterstützungen, die das eventuell verhindern oder zumindest abfedern können. Am Mittwoch kämpft die Aktie mit der 38-Tage-Linie, die sehen wir hier in pink eingeblendet. Wenn dieser gleitende Durchschnitt wieder nach oben geschnitten werden, also nach oben durchbrochen werden sollte, dann hätten wir auch endlich mal wieder ein neues Kaufsignal. Bis dahin gilt allerdings, ja, wir haben hier schon mittelfristig einen Aufwärtstrend. Der ist allerdings etwas in Gefahr gerade. Ein Stoppkurs, der sollte hier also auf jeden Fall gesetzt werden, empfiehlt sich bei ca. 8,38 Euro oder knapp darunter. Trendwende-Fantasien, die sollte man sich erst im Bereich von über 9 Euro erlauben. Schauen wir natürlich auch auf die Konkurrenz. Die Deutsche Bank, die ist in den letzten Tagen ebenfalls, wie man sieht, etwas unter Druck geraten. Im frühen Mittwochshandel notiert die Aktie allerdings wieder mit grünen Vorzeichen. Es geht ca. 0,7% nach oben bis auf 34,10 Euro. Vom letzten Verlaufshoch bei 36,26 Euro, das war hier, ist die Aktie dennoch ein gutes Stück entfernt mittlerweile. Das ist jetzt aber alles gar nicht mal so schlimm, wenn man bedenkt, was der Chart hier offenbar gerade vorbereitet. Wir haben es ja auch die letzten Male, wenn es um die Deutsche Bank ging, immer wieder thematisiert. Hier deutet sich allem Anschein nach ein symmetrisches Dreieck an. Mittlerweile wird das auch wirklich immer deutlicher. Das heißt, dieses Dreieck, das spitzt sich immer mehr zu. Ein Wort hier an dieser Stelle zu symmetrischen Dreiecken in Charts. Diese Formationen, die treten häufig in etablierten Trendphasen mit einer gewissen Reife auf. Sie sind hochgradig trendbestätigend und gelten somit auch als sichere Bank. Also die Fehlerquote, die liegt bei ca. 5-6%. Zuverlässiger geht es eigentlich gar nicht. Die großen Schwankungen innerhalb unseres Dreiecks, die haben wir bereits gesehen. Jetzt wird sich der Kursverlauf immer weiter zuspitzen, also hat er ja auch eigentlich schon. Das heißt,
Antizyklisch sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt einsteigen, sondern auf den Ausbruch aus der Formation warten. Durchschnittlich werden die zulaufenden Linien mindestens 5-mal berührt, ehe es zum Ausbruch kommt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch ist am größten, wenn das Dreieck zu 2/3 ausgefüllt ist. Dabei sollte man auch auf das Volumen achten. Das sollte ebenso wie die Volatilität im Dreieck stetig abnehmen. Bei der Aktie der Deutschen Bank treffen alle diese Kriterien eigentlich ganz gut zu. Voraussichtlich testet die Aktie jetzt nochmal die untere Begrenzung des Dreiecks. Das wäre bei ca. 33,30 Euro der Fall. Im Bereich von 35,60 Euro, also an der oberen Begrenzung des Dreiecks, da kann man sich dann jetzt allmählich wirklich auf den Ausbruch gefasst machen. Dann dürfte die Aktie auch wirklich wieder deutlich über 40 Euro steigen. 45 Euro wären rein theoretisch durchaus drin. Ein bisschen Geduld braucht man zwar noch, aber das könnte sich dann letztendlich durchaus auszahlen. Ja, und das war der Chartcheck auch schon wieder für heute. Mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich viele gute Handelsentscheidungen. Auf Wiedersehen.